Julian Nagelsmann hat einen absoluten Trümmerhaufen zu einem Favoriten bei der WM 2026 geformt. Die Qualität in der Mannschaft ist überragend, was aber noch viel wichtiger ist, seit der Heim-EM ist die Euphorie wieder da und Bosnien wurde mal kurz 7-0 zerlegt. Wir bauen heute das potenzielle Deutschland-Team für die WM 2026 und spielen damit eine komplette Weekend League in FC 25 und haben natürlich nur ein Ziel, den WM-Titel und das 15-0. Ich halte das mit diesem Team aber für unmöglich, ihr werdet gleich sehen warum. Auf der Torhüter-Position bin ich ziemlich entspannt. Nübel und Baumann haben ihre Sache gut gemacht. Sollte er aber fit sein, dann wird Marc-André ter Stegen im Tor stehen. Das ist so bitter mit seiner Verletzung. Der hat die ganze Karriere hinter Neuer auf diese Chance gewartet und dann verletzt er sich. Ich hoffe, der Mann wird fit. In der Innenverteidigung sieht es Stand jetzt stark nach Jonathan Tah und Antonio Rüdiger aus. Die sind bei Nagelsmann eigentlich gesetzt, hatten auch bei der EM den Vorzug erhalten vor beispielsweise einem Nico Schlotterbeck, aber der schart mit Sicherheit mit den Hufen. Rüdiger ist eine stabile FIFA-Karte, kann man nicht meckern, hat Kante als Playstyle Plus. Jonathan Tah mit dieser Karte hier ist der beste Innenverteidiger in der Bundesliga. Der ist wirklich überragend. Der ist richtig mächtig. Erinnert mich ein bisschen an eine günstige Variante von Virgil van Dijk. Der hat in der Luft als Playstyle Plus und guckt euch mal bitte diese Stats an. 94 Stärke, 84 Aggressivität und Defensive 88. Ich hoffe, die beiden halten den Laden hinten dicht, weil auf den Außenverteidigerpositionen haben wir zumindest bei FC leichte Probleme. Julian Nagelsmann ist den Schritt gegangen, nachdem Thomas Tuchel ihn zuerst gegangen ist. Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft auf jeden Fall auf der Rechtsverteidigerposition. Bei den Bayern spielt er mittlerweile wieder auf der 6. Das war eine gute Entscheidung von Kompany. Ich finde die Karte in Ordnung. Ein bisschen Tempo fehlt für die Position, aber immerhin hat der Weiterpass als Playstyle Plus. Da werden auf jeden Fall die Seitenwechsel schön fliegen. Auf der Linksverteidigerposition ist das ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Maxi Mittelstädt und David Raum. Bei der EM hat zuerst Mittelstädt gespielt, dann Raum. Der hat das auch ein bisschen besser gemacht, fand ich. Der ist aber aktuell verletzt, deswegen hat Mittelstädt die Nase vorn. Robins Gosens rechne ich nur Außenseiterchancen zu. Ja, Mittelstädt mit 80 Tempo ist solide, der hat eine Informkarte. Ich werde nicht viel von dem Jungen erwarten. Ich glaube, der wird trotzdem marschieren. Der bekommt einen Flügelverteidiger-Profi. Ab nach vorne mit dir, Junge. Zu den beiden Sechser-Positionen komme ich ganz am Ende, weil da wird es richtig krachen. Wir kommen jetzt zu dem Mannschaftsteil, der Deutschland von allen anderen Nationalmannschaften unterscheidet, weil Deutschland da einfach überragend besetzt ist. King Kai Havertz auf der Zehner-Position, rechts Florian Wirtz, links Jamal Musiala. Das Ganze gestaltet sich aber sehr variabel. Die rotieren viel. King Kai Havertz mit einer überragenden Karte. Der geht bei mir aber auf die linke Seite. Das hat mit den Trivelas zu tun. Musiala geht auf die rechte Seite und Florian Wirtz. Ich habe auf diesem Account nicht genug Coins für die Rush-Karte, die ist überragend, aber wegen entscheidender Pass als Playstyle Plus geht der auf die zentrale Position. Musiala hat Technik als Playstyle Plus, Havertz leider gar keinen, dafür hat er aber wirklich super Trivela-Schüsse und wir haben einen Linksfuß, der Mann ist groß, man kann auch mal auf den zweiten Pfosten flanken. Florian Wirtz mit den Steckpässen soll der unseren Stürmer bedienen, den ihr gleich noch sehen werdet und Jamal Musiala Ball in den Fuß und dribbeln. Abfahrt, Junge. Auf der Stürmerposition muss man nach den beiden letzten Lehrgängen sagen, hat aktuell Tim Kleindienst die Nase vorne. Niklas Füllkrug ist verletzt, Dennis Undaff hat auch Probleme, fällt jetzt auch bis zu Jahresende aus. Kleindienst hat das sehr, sehr gut gemacht. Man muss abwarten, wie sich das in den nächsten anderthalb Jahren entwickelt. Viel schwer zu prognostizieren, diese Position. Es kann auch sein, dass ein anderer auf die Zehnerposition rutscht und Kai Havertz als falsche Neun reingeht. Ich habe mir hier diesen Inform gegönnt. Ich denke, wir werden in die ersten 5-6 Spiele spielen mit seinen 5 Sternen schwacher Fuß und 2 Sterne Skillmoves. 79 Tempo. Der beweglichste ist er leider auch nicht. 58 Beweglichkeit, 60. Also ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich den durchspiele, habe ich keine Chance auf ein 15-0. Aber ich glaube, in den ersten 5 Spielen wird er ordentlich putzen. Kommen wir zur Doppel-6. Und ich bin mir ziemlich sicher, bei der WM 2026 wird Robert Andrich gesetzt sein. Nagelsmann verzichtet eigentlich nie auf ihn. Hat, glaube ich, die meisten Spiele unter ihm gemacht. Warum? Der bringt ein anderes Element rein. Das ist halt ein Drecksack auf dem Platz. Der macht die Arbeit. Der geht in die Zweikämpfe. Der ist unangenehm. Der hat 54 Tempo. Das ist gar kein Problem. Ich bin mir sicher, der wird die Rüter SBC, den Mbappé, wen auch immer, der wird die alle verteidigen. Ich habe aber zur Not auch noch eine Alternative auf der Bank, die auch sehr beliebt in Deutschland ist. Freunde, ich habe keine Kosten und Mühen für euch gescheut. Alexander Pavlovic, ich habe den in eine Evo gesteckt, die Silberkarte und die Karte sieht jetzt sogar richtig gut aus. Guckt euch das mal bitte an. 78 Dribbling, 86 Defensive, 85 Physis. Dazu hat der Mann 3-4. Das ist solide. Hat Technik als Playstyle Plus. Seine Alternative wäre Stiller. Ich habe leider die SBC nicht gemacht, sonst hätte ich den auf jeden Fall zocken lassen. Ich kann mir auch die beiden statt Andrich vorstellen, aber ich glaube eigentlich, dass man so einen etwas defensiveren Part braucht. Das bittere EM aus für Pavlovic, das ist so der Newcomer der letzten Saison. Das ist das größte Geschenk von Thomas Tuchel an den FC Bayern. Ich bin gespannt, wie wir heute mit dem Team kommen. Ich zeige euch jetzt noch ein, zwei wichtige Bankspieler. Ich persönlich glaube nicht an eine Berufung von Julian Brandt. Auch das letzte Länderspiel war nicht so gut. Der Junge hat tolle Fähigkeiten, aber er zeigt sie zu inkonstant, auch dieses Jahr beim BVB. Ich glaube, dass er nach 5 Spielen bei mir reinkommt für Kleindienst. Dann geht Havertz in den Sturm und ich kann unter Umständen auf ein 4-4-1-1 mit Musiala links und Brandt rechts wechseln. Ansonsten ist diese Challenge verdammt schwer.
Koch ist so ein bisschen der Anwärter auf Tar, Rüdiger hinter Schlotterbeck. Nehmen wir sicherheitshalber mal mit auf die Bank, falls wir einen Platzverweis bekommen. Und der Nationalspieler des Jahres, der darf natürlich nicht fehlen. Vielleicht wird der Robbie Andrich nach 5-6 Spielen ersetzen. Die Karte ist nicht so viel besser, aber immerhin hat er etwas mehr Tempo. Ich bin gespannt, ob wir damit ein 15-0 holen können. Wir werden alles geben. Auf geht's. So, das erste Spiel des Tages mit der DFB 11. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe Respekt vor dieser Weekend League, dass wir uns bis auf die Knochen blamieren. Kommt Tim Kleindienst. Oh, kommt Tim Kleindienst. Wir wuseln uns durch. Mit einem Rebound. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Aber warum geht der dann nicht? Jetzt steuert er wieder. Aber wir setzen den jetzt mal und gucken, was er dann macht. 1-0, Freunde. Erstes Spiel bis 6-0 hat er mich geprügelt, aber die 0 steht. Starboy. Starboy King Kai Havertz. Geil, Musiala, dieses R1-Dribbling. Sauber. 2-0. Gegnerische Team zum ersten Mal nicht zu sehen. Die Frage ist, wie viele Spiele schleppen wir Kleindienst durch? Boah, mein Gott, das Spiel. Ey, das Spiel, was spiele ich hier? Schade, Pavlovic. Wir brauchen Ecken. Wir brauchen dieses Wochenende Ecken. Die ist viel zu kurz. Dann nehmen wir den Rebound. Wunderbar. Zwei richtig gute Tore bisher in dem Spiel. Kleindienst, mach ihn doch, Junge. Nice, nächste Ecke. Pavlovic, überhaupt nicht drauf gezielt. Top. Nee, nee, wenn du so viel Platz bekommst, ist der drin. 3-0 an der Stelle und bisher sind die Jungs noch nicht so an ihre Grenzen gekommen. Das Team ist unangenehm mit Hansen, Traoré und vor allem der IV. Prince wins. Irgendwie, wir gehen jetzt in das Roulette, irgendwie. Ja, wir nehmen die Rebounds, dann die individuelle Klasse. Oh, wir brauchen heute die Trivelas, es gibt keine andere Option. Wir müssen es machen, wir sind dazu gezwungen. Kleindienst kriegt noch eine Chance, danach könnte es eng werden. Oh, 4-3-3 spiele ich nie gerne gegen. Es kommt eine Gravenberg-Karte, die von Manuel Batschore abhängig ist, wie der performt. Und die wird brutal mit Weiterpass. Das könnte einer der besten Mittelfeldspieler in diesem Spiel werden. Was? Dann halt Pavlovic. Da kann selbst ein Edwin van der Sar nur hinterher gucken. Aber dass Kleindienst das Kopfballduell verliert, ich weiß nicht. Komm, Havertz. Der ist so kopfballstark, Junge. Unfassbar. Mein King Kai. Ich liebe Roulette dieses Jahr. Ich liebe Roulette. Okay, Freunde, es gibt eine taktische Umänderung. Tim Kleindienst. Tim Kleindienst. Wir haben in 6 Spielen einmal geputzt, Junge. Das eine war noch das WL-Quali-Spiel. Tim, ich muss dir leider sagen, das ist zu wenig. Du kriegst dein Ticket für die WM mit Sicherheit. Aber wir spielen erstmal jetzt King Kai als falsche 9. Ziehen Musiala nach links und Brandt über rechts. Auch wenn ich Jule Brandt nicht die allergrößten Chancen zurechne, aber ich bin auch überhaupt kein Leroy Sané-Fan. Den will ich auf der Position überhaupt nicht sehen. Spiel Nummer 6. Okay, der Thuram als Leihkarte ist brutal. Oh, Inaki Williams und Adebayo, Nico Williams, Pacer-Team. So, Ballverluste, Julian Brandt. Dafür habe ich dich nicht ins Team getan. Können wir jetzt auch wieder mit aufhören, mit so einem Quatsch. Wir schwimmen hier gerade. Wir schwimmen hier gerade ohne Schwimmflügel. Wirklich ohne Schwimmflügel. Und der Typ ist stabil und der Gegner auch. Der macht's nicht schlecht. Julian Brandt. Julian Brandt, so kommst du halt in die Startelf. Das ist so. Boah, ich wollte eigentlich auf Havertz, aber der Angriff war perfekt und Brandt mit dem Doppelpack. Ich wollte den Querpass auf Havertz. Ich dachte, wir hätten gechoked. Also das ist der beste R1-Dribbler der Gegner, den ich bisher gesehen habe. Und Andrich kommt mit dem Tempo ein bisschen an die Grenzen. Das wiederum war richtig krank gespielt. Richtig krank. So macht die DFB 11 doch Spaß. 7. Spiel. Oh, alles in Rot da hinten. 4-3-1-2. Immer unangenehm mit Puskás.
Mach den. Wichtig, wichtig. Hab kein gutes Gefühl bei dem Gegner. Aber das meine ich bei dem Spiel, warum das halt echt schlecht ist. Also der spielt hinten den Ball raus, der ist 30 Meter vom Tor und haust First Touch einen Powershot in den Knick. Weiß ich nicht, EA, ob das nicht einfach zu viel ist. Ein Ticken. Ich nehme den Gegner komplett auseinander und natürlich... Bitte wenigstens der Trivela. Yes, das ist so verdient. Ich habe drum gebettelt. Ich bin so ein Depp, 7 Minuten vor Ende. Ich bin so ein Trottel. Let's go! Let's go! Was für ein Schweinetor. I love FIFA, okay? Schwierig. Wir sind jetzt beim 8. Spiel angekommen. Sieht auf den ersten Blick machbar aus, aber das heißt nichts. Unser Team sieht auch machbar aus. Und wir marschieren. Julian Brandt. Es ist der beste Spieler in diesem Team. Ungelogen, aber ich fahre auf die Karte ab. Ich finde, die kann alles. Wirklich alles. Boah, ist das Tor gut. Ich finde gerade Gefallen an der 4-2-3-1. Oh, ich glaube, ich habe es gerade schon gesehen. Ich spiele gegen Bubschi. Das ist Käse. Das ist Käse mit dem Team. Das ist richtig Käse. Boah. Macht das jetzt ein anderer E-Sportler kaputt? Das tut verdammt weh. Da gibt es eine Ecke für. Ich kann nicht mehr. Da gibt es erst so eine Kackecke für. Und was ist das für ein Tor mit einem roten Time-Finish? Ach, Freunde. Okay, also es ist okay, dass ich gegen einen E-Sportler spiele, einen anderen. Es ist okay, dass ich ein Kack-Team habe. Aber dass ich 2 abgefälschte Piss-Tore bekomme, das ist nicht okay. Dann kriege ich 2 absolute Schweinetore. Also gekocht werde ich nicht. Jetzt ist es aber vorbei, das Ding. Ärgerlich, dass wir auf einen treffen, aber das ist das Risiko, wenn du freitags morgens spielst. 1 dürfen wir noch verlieren. Es tut gerade weh. Ich hätte die 15 für möglich gehalten. Das ist schon wieder ein gutes Team. Alter. Verloren. Jo, das ist verloren. Wow! Habe ich noch nie gesehen, den Pass. Das ist der beste Pass, den ich in diesem Spiel bisher erblicken durfte. Das waren gerade wirklich herbe Rückschläge für die deutsche Truppe. Jetzt hier noch gegen das englische Wappen und wir sehen das gegnerische Team nicht. Das macht mir Bauchschmerzen. Okay, jetzt nochmal komplett straffen. Einen Querleger mehr. Jule Brandt. Der Kimmich hat richtig Offensivdrang. Jetzt mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen. Oh Gott. Ich sag's gerade, sehen in dem Moment laufen. Er lupft daneben. Nein, er lupft rein. Ich bin ein Trottel. Eine Ecke jetzt mal vernünftig. Ja, geht doch. Die Kombi brauche ich öfter. Nein. Gegner ist gut, stark gespielt. Ich weiß nicht, was ich ohne Julian Brandt machen würde. Ich weiß es wirklich nicht. 4 Games noch, Freunde. 4-mal Pokalfinale. Boah, das ist ein reines Goldteam. Das müsste machbar sein, aber keine große Schnauze haben. Dass der über den Block schießt, ist krank. Ich gifte mal wieder. Ich bin der Weihnachtsmann. Wach werden. Das nenne ich nicht wach werden. Ey, ich gifte dem 2 Tore. Was stimmt denn mit mir nicht? Ich gehe auch nur auf den Trivela in dem Spot mit Würz. Ich gehe nur auf den Trivela. Das ist ein Traumpass von Julian Brandt. Und der Doppelpack Florian Wirtz. Olympique Lyon. Traurig, was mit denen passiert. Bin ich gespannt. 3 Spiele, 3 Siege. Miros klappt. Nein, nein, nein. Durch Mann und Maus durch. Ah, wie kann man sich wieder selber so ein Ei ins Nest legen? Wie kann man?
Geile Ballername. Geile Ballername. Ich habe den Gegner so gekocht mit dem Skill. Dann aber so. Dann aber so, Jamal. Die drei vorne machen einfach Spaß, die vier. Okay, zwei Stück noch. Und genau in dem Moment kommt hier einer mit einem BVB-Wappen. Besseres Timing gibt's nicht. Und eine verdammt gute Bundesliga-Truppe. Heieiei. Ich hoffe, kein Abseits. Ja, let's go, Junge. Let's go. Das ist so schlecht, der Ballverlust. Das ist so schlecht. Boah, Florian Wirtz, ist das krank. Eine Drehung, patsch. Ist das gut gespielt? Ist das gut gespielt? Oh, das ist wieder ein Pro. Das ist der zweite. Ich kenne den. Assist heißt der. Unser Entscheidungsspiel um Rang 2 gegen einen Pro mit Drogba vorne. Ah, tut das weh. Ja, guckt euch das an. Es macht keinen Sinn. Meine Güte, ey. Wie manche Leute in dem Spiel zocken, ist zu schlimm. Oh Gott, Drogba ist das. Ja, ja, ja. Ist in Ordnung. Bitter, aber auch selber schuld. Das hätte gerade nicht sein müssen. Wäre mehr drin gewesen, aber wir bekommen immerhin das Hero Pack. Okay. Fangen wir an mit den Team of the Week Packs. Da wird nichts Gutes bei sein. Serie A Holland. Ist es Cope Minus? Ich weiß noch nicht mal, wer da an Inform hat. Vermutlich. Ist es Dumfries? Oh, das ist sogar ein ziemlich guter Pull. Das ist ein ziemlich guter Pull. Wie viel ist der wert? Oh, ist in Ordnung. Habe ich schon schlechter gesehen. Zweites Team of the Week Pack. Chacon, alles klar. Jetzt kommen wir zu den dicken Fischen. Fangen wir mal an mit 82 plus mal 20. Ich habe überhaupt keine Erwartungen an diese Rewards. Frankreich Stürmerin ist auch eine Frau. Oblak. Ja. Gutes Futter, mehr aber auch nicht. 83 plus mal 10 tradable. Da ein dicker Fisch. Schon wieder eine Dame. Schon wieder eine Dame. RF England. Ich habe keine Ahnung, vermutlich Lauren James. Dazu noch ein Inform-Meet von Arsenal. Von Arsenal. So, 87 plus mal 2. 87 plus mal 2. Das sieht nach ZM Portugal. Ist es Bruno Fernandes? Es ist vermutlich Bruno Fernandes. Die Packs sind... Oh nein, es ist Bernardo Silva. Okay. Und Swanson. Das Pack ist schlecht. So, das finale Pack. Basis Hero Pack. Untradable. Hab jetzt so viele davon geöffnet und habe keinerlei Erwartungen. ZOM, Finnland, Litmanen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Naja, mach's nichts. Jari Littmann, immerhin ist er keine Icon mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like, einen Daumen nach oben da. Kommentiert das Ganze und nicht vergessen zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, welche Challenge als nächstes.